Hallo meine Freunde, da bin ich wieder mit dem nächsten Video in der Reihe partielle Differentialgleichungen, Klassifikation, die zweite. Heute wollen wir uns eine Methodik aneignen, mit der wir partielle Differentialgleichungen, wichtig, nur bis zur zweiten Ordnung, das heißt, wir haben höchstens die zweite Ableitung nach irgendeiner Variable hier vorhanden. Dafür wollen wir wissen, wie wir wieder diese Einteilung, ob das eine elliptische, eine parabolische oder hyperbolische partielle Differentialgleichung ist, aneignen. Ja, bevor wir jetzt weitergehen, erstmal der hässliche Kram ganz am Anfang. Ich habe hier schon mal was ganz, ganz Hässliches aufgeschrieben. Es schaut hässlicher aus, als es eigentlich ist, aber wir gehen einfach mal durch. Was wir jetzt hier stehen haben, ist erstens eine Doppelsumme. Ihr habt es richtig gehört. Also das geht einmal über den Index i und über den Index j von 1 bis n. Also ich habe mir jetzt dieses doppelte Summenzeichen hier gespart. Und wir haben dann immer eine Koeffizientenfunktion, die bezeichnen wir als aij. Und dann haben wir hier die Ableitungskombinationen, also zweiter Ordnung. Ihr seht einmal xi und hier xj. Das heißt, wenn wir i gleich 1 und y gleich 1 haben, hätten wir die zweite Ableitung in x1. Also als Beispiel. Und wichtig ist, diese Koeffizientenfunktion kann im allgemeinsten Fall auch von x1 bis xn abhängen. Also wichtig, wir haben jetzt eine Funktion, die von n Variablen abhängt. Das ist nämlich das, was wir vorher hatten, war, also vorher hatten wir nur u gleich u x1 x2. Also zwei Variablen. Wir haben das dann mit dieser Diskriminante gemacht. Okay, wir schauen uns nochmal an. Also wir haben einmal diese Summe hier. Das sind die zweiten Ableitungen. Und hier haben wir die ersten Ableitungen. Und da hinten kommt die Funktion mal irgendeine andere Funktion c. Und dann haben wir hier den inhomogenen Anteil, dieses f. Und wichtig ist, es sind alles hier, können Funktionen von allen möglichen Variablen, also von x1 bis xn sein. Wie entscheiden wir jetzt, dass, also in welchen Typus diese partielle Differentialgleichung gehört? Wenn wir aus dieser Koeffizientenwerten hier eine Koeffizientenmatrix erzeugen, dann bekommen wir die Möglichkeit davon, die Eigenwerte zu bestimmen. Wenn wir nur positive, und positiv bedeutet hier wirklich größer 0, nicht gleich 0, und nur negativ heißt kleiner 0, also wenn wir Eigenwerte haben, zum Beispiel hätten wir die Eigenwerte 1, 2, 3, die wären alle nur positiv. Ihr wisst vielleicht noch irgendwie im Hinterstüblein, dass wenn alle Eigenwerte positiv sind, dass man dann eine positiv definite Matrix hat, dann spricht man von einem elliptischen Problem bzw. einer elliptischen partiellen Differentialgleichung. Wenn die alle negativ sind, dann haben wir eine negativ definite Matrix und dann ist das Ganze immer noch elliptisch. Also ob die jetzt positiv oder negativ sind, das macht eigentlich keinen Unterschied. Wichtig ist, wenn die alle das gleiche Vorzeichen haben, dann haben wir positiv oder negativ definiert. Jetzt gehen wir zum nächsten über. Und zwar, wenn diese Koeffizientenmatrix hier, also wir haben diese Koeffizienten, dann bilden wir daraus eine Koeffizientenmatrix. Wenn die genau einen Eigenwert hat, der 0 ist, aber alle anderen haben das gleiche Vorzeichen, dann spricht man von einer parabolischen partiellen Differentialgleichung. Also wichtig, einer, genau einer ist 0, alle anderen haben gleiches Vorzeichen, also entweder nur positiv oder nur negativ, dann haben wir parabolisches Problem vorliegen. Wenn aij genau einen negativen oder genau einen positiven Eigenwert hat und alle anderen ein entgegengesetztes Vorzeichen haben, dann spricht man von einer hyperbolischen partiellen Differentialgleichung. Okay? Also alle Eigenwerte gleich vom Vorzeichen und ungleich 0 ist elliptisch. Genau ein Eigenwert ist 0, alle anderen gleiches Vorzeichen ist parabolisch. Und wir haben jetzt genau einen negativen und alle anderen haben ein entgegengesetztes Vorzeichen, das ist hyperbolisch. Es gibt nochmal eine Kategorie, die auf Hilbert und Courant zurückgeht, die von ultrahyperbolischen partiellen Differentialgleichungen spricht. Aber damit wollen wir uns jetzt hier nicht herumschlagen. Wichtig ist einfach nur, dass man diese elliptische, parabolische, hyperbolische partiellen Differentialgleichungen haben.
Im nächsten Video werde ich euch mal ein bisschen versuchen, anschaulicher zu erklären, wie man das sich einfacher merken kann, was was ist. Aber ich habe die jetzt mal hier wieder hingeschrieben. Ihr seht, wir haben hier die Poisson-Differentialgleichung. Wenn dieses f gleich 0 ist, hätten wir die Laplace-partielle Differentialgleichung von Laplace. Wenn wir das uns anschauen, dann solltet ihr wissen, das ist die Wellengleichung. Und hier haben wir die Wärmeleitungsgleichung oder Diffusionsgleichung. Ja, soweit, so gut. Jetzt können wir eigentlich loslegen. Wir fangen mal mit dem ersten an. Ihr seht, wir haben hier, und im Folgenden gehen wir einfach mal aus, dass U immer von drei Variablen abhängt. In diesem Fall sagen wir mal, U ist eine Funktion von X, Y und Z. Dann folgt natürlich für diese Berechnung hier, wir berechnen erstmal den Gradienten von dieser Funktion und davon dann die Divergenz. Das heißt, Divergenz von dem Gradienten von U. Der Gradient von U, was ist das? Wisst ihr das? Ich gehe es mal durch. Das ist natürlich Ux, also U nach X abgeleitet, U nach Y abgeleitet, U nach Z abgeleitet. Und dieses Kerlchen hier multiplizieren wir dann. Also ich lasse es jetzt mal einfach mal hier so formal ein bisschen komisch dastehen. Und das hier wird ja auch geschrieben als Del, Del X, Del, Del Y, Del, Del Z. Und dann machen wir einfach mal hier so ein Skalarprodukt. Was war das für ein Wort, was mir hier ausgerutscht ist? Naja, das ist immer so, wenn ich von Mathe begeistert bin. Also wir multiplizieren die alle aus und dann seht ihr also das. Mit dem hier wird uns die zweite Ableitung geben. XX plus UYY. Also wenn ihr das mit dem, dann ist es nochmal nach Y abgeleitet. Und das mal das ist U. Z, Z. Und das soll ja gleich hier F sein. Das F können wir uns eigentlich getrost sparen. Was wir jetzt aber machen können, ist, wir können jetzt hier raus ablesen, was unsere Koeffizientenmatrix ist. Also unser A, I, J ist, weil wir nur hier Ableitungen zweiter Ordnung haben, haben wir natürlich nur Werte auf der Diagonale stehen. 1, 1, 1. Okay, also wenn ihr euch das vorstellen wollt, hier vorne steht A11, hier steht A22 und hier steht A33. Wenn wir einen Term hätten, der U zum Beispiel, also sagen wir mal UXY wäre, dann wäre der Koeffizient davon A12. Das heißt, wir müssten den hier reinschreiben, beziehungsweise, weil das Ganze symmetrisch wäre, auch hier unten rein, weil das ja auch genauso A21 ist. Okay? Das heißt, wir müssten da noch was reinschreiben. Aber jetzt haben wir erstmal unsere Matrix aufgeschrieben. Jetzt müssen wir davon, weil ihr seht, das ist immer mit den Eigenwerten irgendwie abhängig. Das heißt, wir müssen da den Eigenwert berechnen. Ihr wisst, also ich bezeichne die Matrix jetzt einfach mal einfachheitshalber A. Wir müssen die Determinante von A minus Lambda Einheitsmatrix, also E ist die Einheitsmatrix, setze ich mal hier ein, 1 minus Lambda, also ich hoffe, ihr habt Eigenwerte mal berechnet, deswegen mache ich mal hier einfach mal ein bisschen schneller, weil dieses Kerlchen hier ist ja eigentlich nichts anderes als Lambda 0, 0, 0 Lambda, 0, 0, 0 Lambda, also einfach nur Lambda auf der Diagonale und dann ziehen wir von 1 minus Lambda ab. Und dann haben wir das hier unten stehen. Ich scroll mal ein bisschen runter. Genau, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir natürlich die Determinante davon berechnen. Die Determinante davon ist ganz einfach und zwar 1 minus Lambda hoch 3 gleich 0. Woher weiß ich das? Ihr könnt ja einfach den Laplace'schen Entwicklungssatz verwenden. Das heißt, ihr nehmt dieses Kerlchen hier, multipliziert mal diese Determinante, dann nehmt ihr dieses Kerlchen mit einem Minus vorne dran und so weiter. Aber soll ich es machen? Okay, ich mache es einfach mal, dass es hier besser nachvollziehbar ist. Also wir nehmen erst dieses Kerlchen, 1 minus Lambda, mal diese Determinante, 1 minus Lambda, 0, 0, 1 minus Lambda. Dann kommt minus 0 und jetzt müssten wir rein theoretisch dieses hier streichen. Und das heißt, wir bekommen diese Kerlchen hier. Ich hoffe, ihr wisst, wie das einigermaßen funktioniert. Also weil wir wollen
dieses Kerlchen hier als Koeffizienten. Das heißt, wir müssen die Zeile und die Spalte davon rausstreichen. Der Rest, was bleibt, kommt hier rein. Und dann kommt plus 0, weil wir jetzt dieses Kerlchen, das wäre Laplace'scher Entwicklungssatz nach der ersten Zeile. Also wir streichen das hier durch und das, dann bleibt diese Matrix hier übrig. 0, 0, 1 minus Lambda, 0. Ihr seht relativ schnell, dass diese Kerlchen hier zu 0 wären. Und hier könnten wir direkt für die 2-Kreuz-2-Matrix die Determinante berechnen, indem wir einfach das mal das und das mal das. Und dann seht ihr, das mal das ergibt 1 minus Lambda ins Quadrat und minus 0 mal 0 ist natürlich 0. Und dann bekommen wir, wenn wir es damit multiplizieren, genau diesen diese Lösung. Was folgt jetzt hier raus? Wir haben jetzt, hier können wir getrost die dritte Wurzel ziehen. Dann bekommen wir hier 0 und dann Lambda ist gleich 1. Wichtig ist hier 1, 2, 3. Wir haben drei Lösungen und sämtliche Eigenwerte sind, jetzt habe ich größer 1 geschrieben, sind natürlich größer 0. Wenn die alle größer 0 sind, was bedeutet das für uns? Wir haben hier den ersten Fall, wir haben eine elliptische partielle Differentialgleichung. Okay? Wie schon vorher in dem vorherigen Video gezeigt, also die Laplace'sche partielle Differentialgleichung beziehungsweise hier in dem Fall die Poisson partielle Differentialgleichung ist eine elliptische partielle Differentialgleichung. Gehen wir über zu 2. Zu diesem Fall, bevor ich hier weitermache, erstmal wieder sagen, was ist u? U ist eine Funktion von x, von y und von t. Also wir können das Ganze auch mit z machen, aber das würde das Ganze nicht besonders spannender machen, sondern einfach nur, wir hätten dann eine 4-Kreuz-4-Matrix, darum erspare ich das mir hier mal. Was wir jetzt hier haben, ist dann natürlich folgendes, wir haben utt minus c Quadrat uxx, also analog zu dem vorherigen, dieses Kerlchen hier wäre, also dieses Kerlchen jetzt ausgeschrieben für diesen Fall, wäre zweite Ableitung nach x und zweite Ableitung, partielle Ableitung nach y. Okay, darum schreibe ich das einfach mal hier so. Uyy gleich 0. Okay, jetzt können wir uns wieder anschauen, dass, wenn wir unsere t-Variable als die erste ansehen, das als 2, das als 3. Okay? Also wir müssen irgendwie unsere Variablen durchzählen, dass wir diese Koeffizientenmatrix. Dann wäre das natürlich a11, das ist a22 und das ist a33. Das heißt, unsere Matrix, die bezeichne ich jetzt auch einfach nur mit a, weil es dann einfacher ist für die Rechnungen später, ist 1 und hier überall 0. Also es ist wieder eine Diagonalmatrix, weil wir keine gemischten Ableitungen haben. Dann haben wir hier minus c Quadrat 0, 0, 0. Hier nochmal ganz kurz, hier ganz am Anfang hinzugehen, wo ist die partielle Differenzial? Natürlich sollte hier c ungleich 0 sein, weil wenn die gleich 0 ist, dann haben wir eigentlich keine partielle Differentialgleichung, sondern eine gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung. Darum den Fall c gleich 0 schließe ich einfach mal aus. Ja, jetzt haben wir das dastehen, wir berechnen wieder die Determinante, das heißt Determinante a minus Lambda e analog zu dem Vorgehen zu vorher 1 minus Lambda 0, 0, 0 minus c Quadrat minus Lambda 0, 0, 0 minus c Quadrat minus Lambda und ihr seht wieder, wir haben so einen einfachen Fall wie vorher, also ich habe es vielleicht vorher doch komplizierter beschrieben, als eigentlich ging. Aber wenn ihr nur eine Diagonalmatrix habt, dann ist die Determinante einfach nur das Produkt aller Diagonalwerte. Also so kann man es sich auch merken. Aber natürlich, so könnt ihr es im allgemeinsten Fall machen. Das heißt, wir bekommen das mal das mal das, minus c Quadrat minus Lambda, minus c Quadrat minus Lambda. Und das Ganze soll gleich 0 sein. Das heißt, wir bekommen Lambda 1 gleich 1. Und dann bekommen wir Lambda 2, 3. Wenn ihr euch das mal anschaut, das sind die gleichen Werte. Das heißt, also wenn ich das jetzt mal hier umschreibe, c Quadrat minus Lambda gleich 0, das ist ja das gleiche wie c Quadrat ist gleich Lambda. Das heißt, minus c Quadrat. Und wichtig jetzt hierbei ist, weil c
C eine reelle Zahl ist, also wir schließen komplexe Zahlen natürlich auch aus, also man kann das rein theoretisch, mathematisch sich natürlich dafür interessieren, ist natürlich auch vielleicht spaßig, aber im realen Leben habt ihr hierfür natürlich eine reelle Zahl stehen, das heißt, das Ganze ist kleiner 0 und jetzt hätten wir den Fall, also genau ein Eigenwert ist positiv, alle anderen sind negativ, das heißt, das Ganze ist parabolisch. Lass mich mal ganz kurz schauen. Nee, stopp mal, ich habe es, glaube ich, falsch schon gemacht. Nee, das ist natürlich nicht parabolisch. Gut, dass ich das nochmal drauf aufgepasst habe. Also das ist natürlich das. Hat genau einen negativen, positiven und alle anderen haben ein Gegensätzes. Also es ist hyperbolisch. Hyperbolisch. So, das hatten wir vorher auch schon gezeigt. Jetzt kommen wir zu der letzten partiellen Differentialgleichung und die habe ich ans Ende gestellt, weil ich jetzt am Anfang extra einen Fehler machen werde und ich hoffe, ihr kapiert den Fehler sofort. Also jetzt besonders aufmerksam sein. Aber was wir wissen, wir wollen auf jeden Fall eine parabolische partielle Differentialgleichung erhalten. Ich gehe mal wieder runter. Genau, jetzt fangen wir mal an. Und zwar hatte ich ja gesagt, unser drittes Beispiel ist das. Also jetzt ganz aufpassen, was ich mache. Und also ich mache jetzt wirklich einen absichtlichen Fehler und ich hoffe, ihr erkennt den, wo ich den mache. Also als am Anfang sage ich, u ist gleich eine Funktion von x, y, t. Das heißt, ich kann ut umschreiben zu Alpha uxx plus Alpha uyy. Okay? Jetzt gehe ich über und sage, okay, was ist das für eine Art von partieller Differentialgleichung? Ich bringe das alles, ich bringe das ut zum Beispiel hier rüber, dann habe ich 0 ist gleich Alpha uxx plus, okay, hier habe ich das Alpha doppelt, das muss natürlich weg, Alpha uyy minus ut. Und jetzt sehe ich hier raus meine Koeffizientenmatrix, ist Alpha, Alpha. Wenn ich das weitermachen würde, dann würde ich sehen, dass alle Eigenwerte davon das gleiche Vorzeichen haben und meine Differentialgleichung elliptisch ist. Also wo habe ich den Fehler gemacht? Also ich habe den Fehler extra gemacht, weil der sehr, sehr häufig gemacht wird. Wenn ihr mal hinschaut, wir haben ein Problem mit drei Variablen. Okay, drei Variablen. Das heißt, unsere Koeffizientenmatrix muss eine 3×3-Matrix sein. Das ist aber keine. Das heißt, ich habe irgendwas verpennt. Das streiche ich schnell durch. Und zwar habe ich verpennt, dass ich ja eigentlich noch diese Variable t habe. Was ist der Koeffizient? Also wenn ich das mal umschreiben würde, dann wäre das natürlich Alpha uxx plus Alpha uyy plus 0 mal u TT. Und das ist ganz wichtig. Darum habe ich den Fehler gemacht, dass ihr seht, dass eigentlich die Koeffizientenmatrix lauten sollte Alpha 0. Okay? Und wenn wir jetzt die Eigenwerte davon berechnen, dann wird das Ganze natürlich sehr, sehr interessant. Und zwar die Eigenwerte werden sein Alpha 1, 2. Also ich spare es mir jetzt, die Eigenwerte einzeln auszureden. Wir werden zweimal Alpha bekommen und einmal werden wir den Wert 0 bekommen. Oder ich mache es mal doch. Ihr seht, ich bin immer sehr, sehr unentschlossen, was ich machen soll oder nicht. Aber ich mache das mal, weil ich glaube, es schadet nicht. Dann haben wir hier das hier dastehen. Alpha minus Lambda 0, 0, 0, Alpha minus Lambda 0, 0, 0, minus Lambda. Wieder über die Diagonale multiplizieren, dann kriege ich Alpha minus Lambda, minus Lambda. Und jetzt soll das Ganze gleich 0 sein. Das heißt, ich habe hier, wie versprochen, ich kriege Lambda 1, 2 gleich Alpha und Lambda 1 gleich 0. Und das ist genau die Bedingung für die parabolische Differentialgleichung. Parabolisch.
Okay, damit hätten wir das also parabolisch, heißt, wir haben einen Eigenwert, der ist 0 und alle anderen haben gleiches Vorzeichen. Ihr seht, abhängig von Alpha ist es entweder positiv oder negativ. Auch hier wiederum schließe ich den Spaßvogelfall Alpha gleich 0 aus, weil wir dann wieder nur eine einfache, gewöhnliche partielle Differentialgleichung hätten. So, jetzt gehen wir nochmal nach oben und rekapitulieren nochmal, was wir gemacht haben, auf was wir achten müssen. Und zwar haben wir heute etwas sehr, sehr Cooles gelernt. Wir haben gelernt, okay, gut, wenn ich eine allgemeine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung habe, also nur bis zweiter Ordnung macht diese Klassifikation auch Sinn, dann kann ich das Ganze wie folgt unterscheiden. Ich kann einmal sagen, wenn die Eigenwerte positiv sind, also nur positiv oder nur negative, dann habe ich eine elliptische partielle Differentialgleichung. Wenn ein Eigenwert 0 ist, aber alle anderen das gleiche Vorzeichen haben und ungleich 0 sind, logischerweise haben wir eine parabolische Differentialgleichung. Denkt dran, also parabolisches Beispiel war ut gleich Alpha uxx. Ich mache es mal allgemein. Jetzt haben wir es schon so gemacht, Alpha Quadrat U. Dann denkt dran, elliptisch, was war elliptisch? Elliptisch war die Poisson-Differentialgleichung. Und ein hyperbolisches Problem hätten wir dann vorliegen, wenn wir Folgendes haben, U TT gleich C Quadrat U, also die Wärmeleitungsgleichung. Ja, also denkt nochmal dran, also wo wir hier dieses Problem hatten, ist, dass ein Koeffizient 0 sein muss, weil wir die Variablen haben. Also denkt dran, das ist immer eine n-Kreuz-n-Matrix. Wenn ihr irgendwie auf eine 2-Kreuz-2-Matrix oder irgendwie auf eine 1-Kreuz-1-Matrix kommt, dann habt ihr irgendwas verballert. Okay, also wichtig, wenn ihr n Variablen habt, dann braucht ihr auch für diese Koeffizientenmatrix eine n Kreuz n Matrix und rein rechnerisch habt ihr dann auch n Eigenwerte. Wenn ihr nur zwei Eigenwerte bei drei Variablen kriegt, dann habt ihr irgendwas verballert. Okay, ja, ansonsten gibt es eigentlich dabei nicht viel zu beachten. Ich glaube, das war hoffentlich gut nachvollziehbar. Wie immer, denkt dran, einen Thumbs up zu geben, ein paar Kommentare niederzuschreiben. Bitte keine Hate-Mails, okay? Ich kriege genug Hate-Mails. Na naja, okay, gut, so viele kriege ich nicht. Also es wäre vielleicht mal spannend, wenn jemand ein paar schlaue Hate-Mails unten reinschreiben würde. Oder auch einfach nur konstruktive Kritik, einfach auch vielleicht positives Feedback, da freue ich mich auch natürlich drüber. Und ansonsten, im nächsten Video werde ich euch ein bisschen versuchen, wie ihr euch diese Typen hier ein bisschen einfacher merken könnt, also diese drei partiellen Differentialgleichungen, dass ihr einfach hinschaut und wisst, was das für ein Typ von partieller Differentialgleichung ist. Das werde ich euch versuchen beizubringen. Und dann ist es vielleicht mit diesen Einteilungen elliptisch, parabolisch, hyperbolisch ein bisschen nochmal anschaulicher, als es jetzt ist. Okay? Wie immer, ich bedanke mich bei euch, macht's gut und ciao. Und ich hoffe,